sollte man alle verklagen. Gibt's ja gar nicht. Ja, wie? Servus? Ja, alles klar? Nee, Puppenkiste habe ich heute keinen Bock. Ja, servus. Puppenkiste gehen und wieder in dieses langweilige Museum gehen. Naja. Wie schaut's aus? Kommt ihr mit? Puppenkiste hingehen. Nein, ich war gestern schon. Oh, so langweilig. Da können doch alle gehen. Okay, also, auf geht's. Eine Insel mit zwei Bergen. Die Augsburger Puppenkiste ist ein Marionettentheater in Augsburg, wie der Name schon sagt. Sie ist untergebracht im historischen Heilig-Geist-Spital in der Augsburger Altstadt und führt seit 1948 Märchen auf Führungen und ernste Schauspiele auf. Mit ihren zahlreichen Fernsehproduktionen, unter anderem Stücke über Jim Knopf und Urmel, erlangte die Puppenkiste seit 1953 bundesweite Bekanntheit. Markenzeichen des Theaters sind Kistendeckel mit dem schräg gedruckten Namenszug Augsburger Puppenkiste und dem Zusatz Ömichens Marionettentheater. Der Name Puppenkiste geht auf Walter Ömichen zurück. Nachdem der Puppenschrein zerstört worden war, sollte sein neues Marionettentheater komplett Platz in einer Kiste finden, um so immer leicht transportfähig zu sein. Viele klassische Märchen, nicht nur der Brüder Grimm, sondern auch aus Tausend und eine Nacht oder nach Wilhelm Hauff, werden in der Puppenkiste gespielt. Stücke wie Aladdin und die Wunderlampe, der Zwerg Nase oder Frau Holle stehen schon seit Jahrzehnten neu inszeniert auf dem Spielplan. Der Räuber Hotzenplotz, das beliebteste Stück des Theaters, oder die kleine Hexe, beide nach Vorlagen Ottfried Preußlers, werden gar seit ihrer Erstinszenierung unverändert gespielt. 1983 wurde das zweiteilige Stück Wolkenreiter und Sohn ausgestrahlt. Neu in der Puppenkiste ist das Stück Der Zauberer von Oz und seit 2011 wird Der kleine Wassermann gespielt. Von Dezember 2014 bis Anfang Januar 2015 war die Weihnachtsgeschichte auf der Bühne zu sehen und 2015 sind neben den genannten Stücken vorwiegend Märchen wie Dornröschen, Rumpelstilzchen oder Hänsel und Gretel im Programm vorgesehen. Eine Insel mit zwei Bergen und einem kleinen schmucken Haus. Darin wohnt der kleine Jim und die Frau war's Tag ein Tag aus. Hier ist immer große Freude, denn hier wohnt auch noch das Glück. Doch ab 1953 wurde die Puppenkiste auch bundesweit bekannt. Am 21. Januar, nur wenige Wochen nach Premiere der Tagesschau, fand die erste Fernsehsendung mit der Geschichte Peter und der Wolf statt. Und wie hat's dir gefallen? Ja, ich weiß nicht. Irgendwie waren wir am Schluss doch zu schnell durch.